Allgemeine Informationen zu Handschuhen. Es ist immer empfehlenswert, ein zweites Paar Handschuhe zu haben. Falls eines nass ist, kann man mit dem zweiten arbeiten und das andere trocknen lassen. Vor Beginn der Arbeiten mit Handschuhen ist darauf zu achten, dass die Handschuhe nicht beschädigt sind. Handschuhe, die zum Beispiel abgeschliffen sind oder Löcher haben, sind auszuscheiden und durch neue zu ersetzen. Bei Handschuhen ist darauf zu achten, dass die ordentlich passen. Nicht zu groß, nicht zu klein, da es sonst dazu kommen kann, dass man den Handschuh einzwickt beim Arbeiten, sich irgendwo verheddert oder die Fingerfertigkeit verliert und zum Beispiel Bauteile fallen lässt, weil man sie nicht mehr greifen kann. Allgemein gibt es verschiedene Klassen von Handschuhen, angefangen bei Handschuhen für Heißarbeiten in Ausführung Leder, die geeignet sind zum, je nach Dicke vom Handschuh, für Wickschweißen oder Mackschweißen oder zum Beispiel beim Einbringen und Ausbringen von Bauteilen im Lackierofen. Ansonsten gibt es Handschuhe für einfache Montagearbeiten, wo Fingerfertigkeit wichtig ist und weniger der Schnittschutz, wo nicht damit gerechnet wird, dass große Schnittverletzungen auftreten oder Quetschverletzungen. Zum Beispiel beim Schrauben an Maschinen, beim Installieren von Elektroleitungen, wo Schmutz im Vordergrund ist und weniger massive Verletzungen der Finger. Handschuhe mit einfacher Schutzklasse, in diesem Fall A, für ungefährliche Montagearbeiten, für Arbeiten in Nässe, in Kälte. Überall, wo noch immer ein gewisser Grad an Fingerfertigkeit notwendig ist, aber auch Schnittverletzungen auftreten können. Übergehen zu Schnittklasse C, die schon für etwas beanspruchendere Arbeiten tauglich ist, zum Beispiel allgemeine Metallbearbeitung, wo mit Schnitt-Rissverletzungen zu rechnen ist, wenn man keine Handschuhe trägt. Eingeschränkter Schutz gegen Temperaturbelastungen, also zum Beispiel wenn ein Bauteil nach dem Schleifen noch warm ist, können mit solchen Handschuhen vernünftig geschützt werden. Wenn höhere Temperaturen notwendig sind, bräuchte man eine Lederausführung. Die höchste Schutzklasse E und F ist dann geeignet für das Handeln von schweren Metallplatten, scharfkantigen Platten, alles, was Schnittverletzungen quasi provoziert, wenn man ohne Handschuhe arbeitet. Allgemein lassen sich höhere Sicherheitsklassen auch für Arbeiten mit geringerer Belastung verwenden. Da kommt es dann auf das eigene Gespür drauf an, ob man mit den Handschuhen noch sicher arbeiten kann. Es ist aber auch zu erwähnen, dass bei gewissen Maschinen mit drehenden Teilen, wie zum Beispiel der Bohrmaschine oder der Drehbank, es wichtig ist, ohne Handschuhe zu arbeiten, da man bei Kontakt mit den drehenden Teilen eingezogen werden könnte und sich dadurch verletzen könnte.